Wer die Schwerkraft scheinbar aufheben und die Grenzen der Physik verschieben kann, muss ein ganz besonderer Mensch sein. Astronauten im All, Akrobaten im Zirkus und nicht zuletzt Rallye-Fahrer gehören zu dieser ungewöhnlichen Sorte Menschen. Sie vollbringen Dinge, die Normalsterblichen absolut unbegreiflich sind. Einer von diesen ungewöhnlichen Menschen? Walter Röhrl, Rallye-Legende und unumstritten einer der besten und erfolgreichsten Rallye-Piloten aller Zeiten. Genie auf vier Rädern und sogar bester Autofahrer aller Zeiten. Mit solchen Prädikaten bedenken ihn bis heute Rallye-Fans, ehemalige Konkurrenten und Fachleute, die es wissen müssen. Für die Fans des Sports ist Röhrl nach wie vor einer der Helden ihrer Rallye-Träume. Selbstverständlich ist er bis heute der Automobilszene treu geblieben. Als Markenbotschafter von Porsche testet und entwickelt er die neuesten Modelle und ist die allseits respektierte Galionsfigur der Sportwagenfirma aus Zuffenhausen. Wie seine Laufbahn als Rallye-Fahrer begann, wie er zu seinen großen Erfolgen kam, warum er nie in die Formel 1 einsteigen wollte, die Tops und Flops einer einzigartigen Karriere. All dies erzählt Walter Röhrl in Motorheads. Ich war, glaube ich, 7 Jahre alt. Und der Vater hat für Stemmens Geschäft immer die Granitsteine irgendwo im hintersten Bayerischen Wald gekauft. Und da hat er mich mitgenommen. Und da waren wir bei dem Besitzer einer Mühle, der zugleich auch einen Steinbruch hatte. Und das Auto war bei der Mühle abgestellt und der Steinbruch war vielleicht so 600 Meter entfernt. Und irgendwann hat mich anscheinend da der Teufel geritten und gesagt, jetzt fahre ich mit dem Auto zum Papa. Ich bin also im Auto gesessen an der Mühle, habe aber gesehen, dass der Vater mit dem Besitzer zum Steinbruch gegangen ist. Hab dann das war ein Fiat 1400 hat es damals gegeben, muss also gewesen sein 1954. Und habe das Auto gestartet und bin also dann da diese 600 Meter die Straße zum Steinbruch da hochgefahren. Der Vater war natürlich, hat einen Schock gekriegt, wie das Auto kommt, alleine. Er hat niemand gesehen, dass jemand im Auto sitzt, weil ich eben so klein war, dass ich unter dem Lenkrad durchgeschaut habe. Und bin dann da, hab dann aber gehalten, hab das Auto abgestellt und bin dann zum Papa gegangen, als wie wenn das das Selbstverständlichste auf der Welt gewesen wäre. Anscheinend nur von dem, was ich immer zugeschaut habe, wie das geht mit der Kupplung. Und von diesem Moment an war ich Autofahrer, also habe ich meine Prüfung abgelegt gehabt in den Augen meines Vaters. Und ich durfte also uneingeschränkt Auto fahren. Hier im Hof, vom Hof zur Tankstelle hoch, zum Tanken war also immer meine Aufgabe, dass ich das habe machen dürfen. Im Winter haben Stämme jetzt ja nichts zu tun, da ist ja Pause, da war der Vater immer beim Eisstockschießen. Und in diesem Wald, wo dieser Weiher war, bin ich den ganzen Tag nur mit dem Auto auf Schneestraße durch den Wald gefahren, bis abends der Vater wieder nach Hause wollte. Und so habe ich dann schon unheimlich viel Beziehung zu dem Gerät Auto gehabt, aber immer noch nicht den Wunsch, Rennfahrer zu werden. Komischerweise, der wurde dann erst viel später über den Skisport durch einen Freund geweckt. Ich hatte einen Bruder, der 10 Jahre älter war, und der war auch ein sehr autobegeisterter Mensch. Der hat früher wahrscheinlich vom Vater her erst immer Fiat gefahren und ist dann zu Porsche gewechselt. Und ich war damals 10 Jahre alt, als der Bruder 20 war. Und da hat er mich natürlich immer mitnehmen müssen, damit die Eltern mich ein bisschen los waren. Und da habe ich natürlich schon mal vor allem die Beziehung zu der Firma Porsche gekriegt. Und mein Bruder hat immer gesagt, merk dir eins, das mit Moped fahren, das kannst du alles sparen. Spar so lange, bis du ein gescheites Auto kaufen kannst. Ein gescheites Auto ist ein Porsche. Und das war ein Satz, der ziemlich fest in meinem Hirn haften blieb. Mit 21 Jahren habe ich dann so viel Geld gehabt, dass ich mir einen gebrauchten 356er Porsche kaufen konnte. Das war dann mein erstes Auto, das ich gefahren habe. Ich war im bischöflichen Ordinariat in Regensburg, wo die zentrale Grundstücksverwaltung der 7 Diözesen Bayerns stattfindet.
war dort 2 Jahre im Innendienst als Verwaltungsangestellter. Und als ich 18 war und einen Führerschein hatte, wurde ich in den Außendienst versetzt. Und zwar hatte der Leiter dieser Abteilung, war ein Jurist, selbst keinen Führerschein. Und wir hatten einen Mercedes als Dienstauto und sind natürlich sehr viel durch Bayern gefahren, weil unser Bezirk war von Aschaffenburg bis nach Berchtesgaden, von Coburg bis zum Bodensee. Und das war sicherlich auch ein Punkt. Ich bin natürlich dann sehr viel Auto gefahren, im Jahr 120.000, 130.000 Kilometer in diesem Mercedes. Und der Herr Dr. Zenglein, seines Zeichens Jurist, ist daneben gesessen. Selbst kein Autofahrer, hatte auch zum Glück deshalb keine Beziehung, ob was schnell und langsam ist. Und ich bin natürlich damals schon schnell gefahren, ging auch vom Verkehr her noch. Also ich kann mich erinnern, ich bin damals genauso schnell von Regensburg nach Würzburg gefahren wie heute auf der Autobahn. Damals gab es keine Autobahn. Und dabei haben natürlich aber auch schon zu der damaligen Zeit die entgegenkommenden Autos gemerkt, dass der Auto ein bisschen abartig schnell daherkommt und haben sehr oft mal geblinkt. Und jetzt hat er mich gefragt, so, der Walter, warum blinken denn die immer? Sage ich, Herr Doktor, das sind alles Bekannte, die winke ich nur. Und dann war ich mal wieder im Innendienst und dann sagte er zu unseren Mädchen im Innendienst, ich sag euch, der Walter, der kennt jeden Zweiten in Bayern. Meine erste Rallye war zum Beispiel ein Lauf zur Deutschen Meisterschaft, wo ich das erste Mal in meinem Leben Kontakt hatte mit Rallye-Sport. Normalerweise geht es ja auch über Orientierungsfahrten, kleine Rallyes, regionale Rallyes. Und dann kommt man irgendwann einmal, ist das der Traum eines jeden Rallye-Fahrers, dass er einen deutschen Meisterschaftslauf fahren kann. Ich bin natürlich sofort ins Wasser gesprungen und bin zu einem deutschen Meisterschaftslauf mit 350 Startern. Rallye Bavaria hat es damals geheißen, war so die größte Veranstaltung. Mit dem 850er Fiat, das war mein erster Auftritt bei Rallye. Ja, wir sind nach 450 Kilometer ausgefahren, weil in der Nacht der Bügel von der Lichtmaschine abgebrochen ist. Dabei war aber irgendwann mal eine Sonderprüfung im Altmühltal, Schotterberg ab. Und da sind wir dann von diesen 300 Autos, glaube ich, die 6 oder 8 schnellste Zeit gefahren, mit meinen 47 PS, was mein damaliger Entdecker und Beifahrer natürlich sofort wieder umgemünzt hat, einen Brief geschrieben hat an die Fachzeitungen Deutschlands, mein Freund ist der beste Autofahrer auf der Welt. Sie müssen dafür sorgen, dass der ein Auto bekommt. Und so ist es dann praktisch 3 Jahre lang gegangen. 5 Rallyes sind wir privat gefahren. Immer mit Autos, die der Herbert damals besorgt hat. Und nach jeder Rallye hat er an die Zeitung geschrieben, mein Freund ist der beste Autofahrer auf der Welt. Und nach 5 Rallyes haben sie dann gesagt, na okay, jetzt sollten wir mal schauen, dass wir den Närrischen da aus dem Bayerischen Wald doch einmal Auto geben. Anscheinend irgendwas ist da schon dran. Der fährt immer ganz schön schnell Auto. Und dann war ich Profi. Ich habe 1971 diesen Vertrag bei Ford unterschrieben, einen 2-Jahres-Vertrag, und habe Ende 71 zu Ford gesagt, ich höre wieder auf. Und zwar hatte ich zu Hause solche Probleme durch den tödlich verunglückten Bruder. Ist bei jeder Rallye, wo ich weggefahren bin, war zu Hause eine Szene, also wie wenn jetzt der Abschied wäre, sie würden mich nie mehr wieder sehen. Und das hat mich dann so belastet, dass ich Ende des Jahres gesagt habe, okay, ich kann das nicht mehr machen, diese Gaudi jedes Mal. Und dann in dieser Zeit, vom November 71, ich würde sagen bis Mai 72, die rallye-lose Zeit, habe ich gemerkt, ohne Rallye-Sport will ich nicht mehr leben. Ich war der unglücklichste Mensch und habe gesagt, wenn ich nicht mehr Rallye fahren kann, dann ist mein Leben zerstört. Habe dann wieder bei Ford angerufen, war damals der Herr Kranifuß der Chef. Ich sage, sie werden zwar sagen, ich spinne, aber jetzt möchte ich doch wieder fahren. Der war sofort begeistert, sagte, toll, müssen wir schauen, dass wir noch vielleicht 1 oder 2 Rallyes fahren können vor dieser berühmten Olympia-Rallye damals. Und ab da habe ich dann schon diesen Funken gehabt, ich möchte zeigen, dass ich vielleicht der Beste bin. Weil da bin ich dann bei der Olympia-Rallye plötzlich schneller gefahren wie ein Mikola Mäkinen. Das waren für mich Namen, die habe ich mir gar nicht aussprechen trauen. Ne? Und da habe ich das erste Mal gehofft, dass ich vielleicht doch irgendetwas habe, was mich da in diese Klasse bringen könnte. Wir hatten Startnummer 26 und wir sind losgefahren. Und auf den ersten 2 oder 3 Prüfungen bin ich Bestzeit gefahren. Was bis dahin war natürlich schon eine Liste aufgestellt, Bestzeit Hannu Mikola, zweitschnellster Jean-Pierre Nicolas, Darnisch, Tony Fall, Rauno Altonen. Und dann kam Startnummer 26, Bestzeit. Dann hat der Sekretär, der diese Rallye betreut hat, war damals ein sehr berühmter Journalist, der Herbert Völker, hat gesagt, das ist ein Zeitfehler, rausstreichen, hat den Namen weggestrichen. Bei der zweiten Prüfung das gleiche wieder. Jetzt ist da schon wieder diese Startnummer 26 da. Was ist denn da mit euren Computer? Irgendwas stimmt da nicht, dass da immer der Bestzeit von der Startnummer 26 gefahren wird.
Und erst als auf der dritten Prüfung dann wieder zweitschnellster oder drittschnellster war, haben sie begonnen, darüber nachzudenken, dass da irgendwas kann da nicht stimmen. Wer ist das? Ein Capri. Und auf jeden Fall haben sie dann halt irgendwann überreißen müssen, dass es tatsächlich so war, dass ich so schnell war. Und das war sicherlich der Punkt, wo ich dann in der Weltpresse bekannt wurde, weil die Olympiarallye war ja die beste Veranstaltung, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Sicher ist das Auto immer das Dominierende, wenn du einen Sport betreibst, das von einem Gerät abhängt. Aber der Fahrer war doch noch mehr in der Lage zu zeigen, dass er gut ist wie auf der Rennstrecke. Ich konnte auf einer 6 Kilometer Schotterprüfung bergab mit dem Fiat mit 47 PS plötzlich 6 schnellste Zeit fahren. Mit dem 850er Fiat auf einer Rennstrecke hätte es mich 5-mal überrundet. Und das war so ein Splin, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, dass ich dort mehr zeigen kann, dass ich gut bin wie auf der Rundstrecke. Das waren so die Grundgedanken, die mich geleitet haben, in welche Richtung ich mich bewegt habe. Dass ich später dann auch Rundstreckenfahren begonnen habe, das war dann dieser Splin, dieses Perfekt zu sein. Ich habe gesagt, wenn ich Rundstrecke fahre, kann ich vielleicht noch was dazulernen und kann ich noch perfekter werden. Und darum bin ich dann auch später Rundstreckenrennen gefahren. Und als ich mein erstes Rennen gefahren bin, ich glaube, das war 1977 auf dem Schnitzer BMW am Norrisring, das war das erste Mal, dass ich im Rennauto gesessen bin, bin ich da rumgefahren. Und es hat mir natürlich Spaß gemacht, vor den Rennfahrern zu fahren. Aber der Fahrspaß, war mir gleich klar, ist nicht gleich zur Rallye-Fahrt. Ich war überrascht, wie viel Auto ein Formel-1-Auto ist. Als Fahrer einer Straßenautos mit Karosserie ohne freistehende Räder betrachtet man ja so eine Zigarettenschachtel mit 4 freistehenden Rädern nicht als Auto. Aber ich war dann sehr angetan, dass es wirklich wie ein Auto fährt, exakter, leichter und es macht schon Spaß. Also da gibt es keine Diskussion. Das habe ich dann schon, war glaube ich 1980, ein Vergleichstest gegen Fittipaldi auf seinem Formel 1 Auto und er auf meinem Fiat 131, haben wir so die Autos getauscht. Und da war ich schon angetan, wie toll das Auto fährt. Allerdings, nachdem ich schon 2 Tage gewartet habe, bis ich überhaupt ins Auto reingekommen bin, war mir auch klar, also die Diskussion besteht überhaupt nicht, dass ich Formel 1 fahre, weil es waren Bilder, die waren göttlich, als der Kopf über den Überbügel rausgeschaut hat, also jämmerlich, wie das ausgeschaut hat. Beginne ich mit dem Capri, das war natürlich mein erstes Werksauto, ich hatte damals einen 2-Jahres-Vertrag, Gage 500 Mark für die 2 Jahre, aber plötzlich, das kostet nichts. Du kriegst ein Auto, es wird alles bezahlt. Das war damals sensationell für mich. Ne? Das war der Traum, nachdem ich ja vorher in 3 Jahren 5 Rallyes privat gefahren bin. Und das hat alles mein Beifahrer damals zahlen müssen, hat es plötzlich nichts mehr gekostet. Das war toll, obwohl das Auto alles andere wie ein richtiges Rallye-Auto war. Also Capri, das war immer so eine Boulevard. Ne? Damals waren die Werksautos waren Escorts, die wurden aber in England gebaut. Und Ford Deutschland hat wegen Marketing auf Capri gesetzt. Aber es hat dann nicht lange gedauert, dann wusste man, dass man auch mit Capri schnell fahren kann. Daneben steht der Ascona des Opel Euro Händler Teams. Hat natürlich unmittelbar die Erinnerung, mein erster Sieg bei einer Weltmeisterschaftsrallye, Rallye Acropolis, hat als die schwerste Rallye gegolten hier in Europa. Und es war also ganz toll, dass ich damals mit diesem Ascona dann gewonnen habe, noch dazu, wo 3 Stratos am Start waren. Und war also, muss ich sagen, eine tolle Erinnerung. An das Auto erinnere ich mich gerne noch. Und da war Acropolis noch ein Rallye. Also davon können wir halt bloß noch träumen. Gell? Da bist du gefahren 40 Stunden nonstop bei Staub, Hitze, dass die Fetzen fliegen, Straßen, da wo du keinen Eselskaden nicht drüber jagst. Und das war, so war es auch. Es kamen sicherlich von 100 Starter, glaube ich, kamen 6 ins Ziel. Also das waren noch andere Zeiten wie heute. Daneben steht hier der Fiat 131. Kann ich dich auch noch an eins denken. Der erste Gewinn der Weltmeisterschaft, der erste Sieg in Monte Carlo. Monte Carlo Sieg war immer der Traum, den ich in meinem Kopf hatte, dass dann plötzlich auch eine Weltmeisterschaft für Fahrer gibt. War eine Nebenerscheinung, aber die hat es früher gar nicht gegeben. Früher war Europameisterschaft der höchste Titel für Fahrer. Daneben steht der Opel Ascona 400. Da denken wir natürlich auch sofort an einen Monte Carlo Sieg, weil mit einem Opel Monte Carlo zu gewinnen war damals einfach undenkbar. Das war
Das waren immer ausgesprochene Sportgeräte, die konzipiert wurden, nur für den Sport, auch die da gewonnen haben. Und keiner hat das für möglich gehalten, dass man mit einem Ascona gewinnt. Noch dazu, wo damals eben schon 82 die allradgetriebenen Audis am Start waren und Monte Carlo halt viel mit Schnee zu tun hat, mit Eis. Da waren wir der Meinung, ohne Allrad ist es ausgeschlossen, dass man da gewinnen kann. Das 82er Jahr war Monte Carlo ist ja immer der erste Lauf zur Weltmeisterschaft. Und keiner war so vermessen, Anfang der Saison zu glauben, dass wir die Audis letztendlich schlagen können. Das war eine neue Ära, diese Vierradautos. Und dann habe ich Monte Carlo gewonnen, was die erste Sensation war. Und dann hat sich aber im Laufe des Jahres ein Zweikampf mit der Michel Mouton entwickelt, der dementsprechend natürlich medienwirksam war und auch oft eben zitiert wurde. Aber über die Zuverlässigkeit vom Auto, dass ich nie Probleme hatte, über das ganze Jahr konnten wir die Michel unheimlich unter Druck setzen. Und letztendlich in Afrika, dann bei der letzten Rallye bei der Elfenbeinküste, war sie nervlich ein bisschen schwach beieinander und hat dabei alles verspielt. Hat dann das Auto am Kopf gestellt. Und das war dann der Grund, dass wir mit dem Ascona Weltmeister wurden. Das war 82. Da wurde aber schon parallel in diesem Jahr, wurde von Lancia damals, der Nachfolger dieses Lancia Stratos, der Rallye 037 heißt das Auto hier, das kleine, entwickelt mit Mittelmotor und mit Fahrwerk wie ein Formel 1. Und das war auch eine Herausforderung für mich, das hat mich fasziniert. Sage ich, okay, das könnte speziell für meinen Fahrstil ganz gut sein, dieses Auto, das Formel 1 ähnlich fährt. Und so habe ich mich entschieden, dann 83 bei Lancia zu unterschreiben. Und es war mein schönstes Rallye-Jahr in meinem Leben, was ich verbracht habe. Ich konnte mir damals aussuchen, wie viel Rallye ich fahren wollte. Ich war also jetzt 80 Weltmeister, 82 und hatte irgendwo die Nase voll. Ich habe gesagt, na, diesen Medienrummel will ich nicht mehr. Ich fahre nur noch 5, die schönsten Rallyes auf der Welt, was es gibt. Ein bisschen zum Spaß. So war es auch. Habe also dann auch, glaube ich, der Monte Carlo gewonnen mit dem Auto. Und das ist auch haften geblieben. Es war sicherlich das Auto, das meinem Fahrstil am perfektesten entsprochen hat. Du konntest fahren wie in einem Formelauto. Also ganz mit geringsten Lenkeinschlägen und ganz sauber. Also es war ein tolles Auto. Ja, das ist am Anfang ist man ein bisschen skeptisch, ob diese ganzen Wasserleitungsröhrchen, aus denen dieser Gitterrohrrahmen besteht, dass der das aushält. Aber es war so. Wir hatten da ganz wenig Probleme. Das Auto hatte verhältnismäßig gute Traktion durch diesen Mittelmotor. Allerdings war halt auch wieder einfach dieses Problem gegen die vierradgetriebenen Audis. Aber das war alles ein Vorteil, dass die Audis zu dem Zeitpunkt zu viele Fehler gemacht haben. Damit konnte man sie mit diesen Autos immer wieder in Bedrängnis bringen. Und je größer die Bedrängnis war, umso größer war der Fall, dass sie einen Fehler machten. Und so haben wir es halt da immer in die Schranken weisen können. Obwohl dann letztendlich am Ende des Jahres war es wieder so weit mit der Weltmeisterschaft. Ich bin nach diesen 5 Rallyes, war ich schon wieder der Führende und habe gesagt, nein, ich fahre keine Rallye mehr. Und aufgrund dessen ist der Hanno dann Weltmeister geworden. Ich hatte ja 3 Jahre schon von 80 weg ein bisschen einen Krieg mit Audi und hatte aber dann für 84, irgendwo war im Inneren auch bei mir die Bereitschaft da, dass ich erstens mal nicht aufhören möchte in meiner Karriere, ohne dass ich Vierrad gefahren bin. Das war ja damals eine ganz neue Ära. Und es war bis zu dem Zeitpunkt der Stig Blomqvist der einzige Fahrer, gegen den ich nicht auf dem gleichen Auto gefahren bin. Ich habe immer diesen Maßstab, ob ich besser bin wie andere, habe ich nur davon abhängig gemacht, wenn ich im gleichen Auto gesessen bin wie er. Und der Stig war der einzige, gegen den ich noch nicht gefahren bin damals. Das war Motivation genug für mich, zu sagen, jetzt okay, jetzt glaube ich, bin ich reif dafür, dass ich auch mal zu einer bayerischen Firma gehe. Und auch diese Querelen sind dann doch etwas abgeflacht. Inzwischen waren verschiedene Leute bei Audi, die ich auch gern mochte. Und die haben mich dann überredet, einfach das zu tun. Die haben gesagt, du bist der Bayer, dann musst du auch was für eine bayerische Automobilfirma tun. Und so kam dieser Vertrag 84 zustande. Und da war natürlich auch wiederum die große Herausforderung schlechthin, war einfach Rallye Monte Carlo. Eine Rallye mit wahnsinnig viel Schnee damals, 84. Und mit Stig, der als der absolute King
des Schnees und des Vierrads gegolten hat. Und darum war das auch nochmal, obwohl das mein vierter Monte Carlo-Sieg war, war das auch schon ein gewisser Höhepunkt. Den habe ich dann schon sehr genossen, auch innerlich war schon sehr froh darüber, dass das so gut gelaufen ist. Und es war für mich einfach der Druck, dass ich 6 Wochen Zeit hatte, Vierrad fahren zu lernen, was also sehr schwer war für mich. Ich habe mich also wirklich sehr dämlich angestellt, habe auch in diesen 6 Wochen das Auto ganz schön ramponiert. Ein Auto habe ich ganz verschrottet, 2 weitere habe ich kräftig verformt, bis ich gerade rechtzeitig zum Start von der Monte dann hinter das Geheimnis des Vierradfahrens gekommen bin. Es war ja erforderlich bei dem Auto, durch das System dieses Vierrads, das natürlich sehr nah dem eines Jeeps gekommen ist, war dieses Bremsen mit dem linken Fuß und das Drumsteigen auf der Bremse notwendig, um das Auto in engen Kurven überhaupt lenkbar zu machen. Das hat dazugehört zu diesem Fahrprogramm. Und das war eben auch so schwerwiegend für mich die ersten 6 Wochen, da habe ich das nicht einsehen wollen. Ich habe gesagt, fahre ich 20 Jahre Auto und habe noch nie mit dem linken Fuß gebremst, warum soll ich jetzt plötzlich mit dem linken Fuß bremsen? Aber es war erforderlich und dann dauert es halt eine gewisse Zeit, bis man Feinfühligkeit in diesen linken Fuß hineinbekommt, der 20 Jahre lang nur bis zum Bodenblech die Kupplung durchgetreten hat. Aber das war natürlich dann auch eine unheimliche Herausforderung für mich, die ich dann letztendlich in kurzer Zeit, glaube ich, ziemlich perfekt gelernt habe. Das hat sich am meisten Spaß gemacht. Einfach, wenn du diese Kraft, wenn du immer so viel Kraft hast, dass du mit dem Gaspedal einen Fehler machen kannst. Das ist für mich die höchste Herausforderung, der höchste Spaß. Weil Vollgas zu fahren und das Ding fährt stabil dahin, das war vergeudete Zeit meines Talentes. Und darum habe ich das am meisten natürlich genossen. So ein Auto, das also zu jedem Zeitpunkt in der Lage war, einfach von der Straße runterzufahren, wenn du einfach nicht die richtige Gaspedalstellung gefunden hast. Obwohl das kein elegantes Autofahren war. Von Autofahren her haben diese Autos vorher alle sicherlich viel eleganter ausgesehen und mussten auch vielleicht sogar ein bisschen mehr Gefühl mitbringen. Das war also ein bisschen das Autofahren mit der Brechstange. Aber das ist natürlich toll. Das ist wie Skifahren, ein Tiefschneehang und ein Eisbuckelhang. Das, der Tiefschnee ist schön, aber das ist weich, das können mehrere. So ein Eishang runterfahren, das ist schon eine heiße Sache. Und so möchte ich das auch vergleichen. In diesem Auto konnte ich mein Können am deutlichsten zeigen. Also das war ganz bestimmt so, dass ich also der Meinung war, das war sehr gefährlich, aber es hat auch am meisten Spaß gemacht letztendlich, wie halt vieles im Leben, liegt so oft nah beieinander. Und war aber letztendlich durch die Unfälle, die dann passiert sind, war der Schnitt etwas zu krass zur nachfolgenden Gruppe A. Aber man hat dann nicht nur die Gefahr des Motorsports gesehen jetzt durch die schnellen Autos, sondern auch ein bisschen die Gefahr der Verantwortlichen, dass der Rallye-Sport dem Formel-1-Sport ein bisschen den Rang abläuft. Und da hat man das dann ganz geschickt benutzt, um einmal dieser Sparte mal vorerst einmal den Hahn ein bisschen zuzudrehen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es auch nicht vernünftig, wenn ich heute eine Sprungschanze baue, wo vielleicht noch 3 in der Lage sind, hinunterzuspringen und alle anderen stürzen. Dann stimmt da was nicht mehr. Und so war es da sicherlich auch. Also ich würde keine 3 nicht zusammenbringen, die in der Lage waren, das Auto schnell zu fahren damals. So verrückt war das. Man muss das wirklich mit einer Rakete vergleichen. Man hat nur immer gekämpft, um der Rakete die neue Richtung zu geben. Und dann hat man die Kraft eingesetzt. Und dann war das wieder ein Kampf, die Richtung zu verändern. Und das war unglaublich. Aber natürlich, wenn man es einigermaßen beherrscht hat, natürlich ein unglaubliches Gefühl, was da für eine Kraft freigesetzt war und was es heißt, dann trotzdem so ein Monster, das 550 PS hat, zu beherrschen. Man darf ja nicht vergessen, dass ich im Prinzip mit diesem Auto am gleichen Baum und am gleichen Abgrund vorbeigefahren bin wie mit diesem Auto. Das ist der ganz entscheidende Punkt, wo viele Leute vergessen. Beim Rennsport hat sich mit den Autos die Strecken verändert, beim Rallye-Sport nicht. Und das war das Reizvolle an der ganzen Angelegenheit.